Jawohl, meine auch. Ich klatsche. Gut, dann können wir, glaube ich, auch direkt anfangen. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einem weiteren React von uns beiden. Wir sind hier jetzt bei Hi. PC Games drauf. Trotz E3-Absage, die Ankündigung dürft ihr dieses Jahr erwarten. Da wollten wir mal reinschauen. Hoffentlich geil jetzt. Ich bin auch der Hoffnung, also, dass da irgendwas Cooles mit dabei ist. Ich meine, die werden mit Sicherheit eben... Das Jahr 2020 läuft aufgrund der Corona-Krise ein wenig anders ab. Danke für die Werbung. Auf die E3 in Los Angeles. Bei mir nicht. Nö, das macht doch nichts. Ich mach mal eben Pause. Da war so ein kleiner Werbebanner unten einfach nur. Mehr ach, das Ding, ja, okay. Genau. Ja. Auf jeden Fall vorweg... Es wird mit Sicherheit in diesem Video drin sein, dass The Last of Us 2 kommen wird. Das ist aber auch bekannt. Aber das ist ja keine neue Ankündigung. Ich hoffe, dass sich hier neue potenzielle Ankündigungen, wie Paper Mario, was alle überrascht hat. Ich bin was hier wahrscheinlich nicht drin sein wird. Oh, das könnte aber. Die Dinge bleiben dafür aber immerhin gleich. So haben Publisher und Entwickler nach wie vor geplant, die ersten beiden Juniwochen für jede Menge Neuankündigungen zu nutzen. So wird es etwa eine Online-Variante der PC Gaming Show oder der EA Play geben. Was genau dort gezeigt wird, steht natürlich noch nicht fest. Ja, Resident Evil 8, das wäre natürlich nicht schlecht. Welche neuen Titel uns im kommenden Monat erwarten könnten. Wir stellen euch die wahrscheinlichsten Enthüllungen im Video vor. UFC war das. Die bloße Existenz von Dragon Age 4 ist schon etwas länger bekannt. Spätestens seit Mitte 2017 wissen wir, dass an einem neuen Teil der beliebten Rollenspielreihe gearbeitet wird. Damals verplapperte sich ein Indie-Entwickler und erzählte, er sei von BioWare für ein... Das fände ich ja richtig cool, wenn das rauskommt, weil dann ist das der nächste Dragon Age-Teil, den ich nicht spielen werde. Ja, geht mir ähnlich. Ich habe den ersten probiert. Ich glaube, irgendwie bin ich nie damit so richtig warm geworden. Es hat mich auch gestört, dass du eigentlich ja eine Gruppe zusammenstellen musst, die vordefiniert ist. Ja, ich habe damals, glaube ich, 1 und 2 ausprobiert. Wahrscheinlich nicht mal lange. Inquisition habe ich jetzt nicht ausprobiert. Hatte ich aber immer mal wieder Bock drauf. Wer weiß, vielleicht schaue ich einfach mal in den vierten Teil rein. Mal gucken. Ja, vielleicht ist der ja auch im EA Access dann irgendwie wieder mit drin oder so, dass man mal eben für einen kleinen Overlus das Spiel mal eben ausprobieren kann für einen Monat. Neues Projekt angeheuert worden. In der Zwischenzeit hat das zu EA gehörige Studio... Ich meine, es sieht natürlich schön aus. Hat eine, so wird der Titel mehr hat eine sehr schöne Fantasy-Welt, wie ich finde. Und auf dem Code des Online-Shooters, also rein optisch. Auch hat was Dark Soul-eskes. Die Macher eventuell schon angedeutet haben. Ja, wobei die Figuren eher so aussehen, als würden die aus Sea of Thieves kommen. Die Geschichte von Age 4 um den aus Inquisition bekannten Schreckenswolf. Also so ein bisschen in diesem Comic-Look halt, ne? Es verkauft sich auch heutzutage besser. Das stimmt, außerdem ist es zeitlos. Am Geburtstag des Franchise veröffentlichte BioWare zudem ein Dankesvideo, an dessen Ende eine Karte von Till Winter eingeblendet wird. Offiziell bestätigt wurden all diese Spekulationen bisher natürlich noch nicht. Die eigentliche E3-Woche scheint aber der ideale Zeitpunkt dafür. Könnte man auf jeden Fall hoffen. Eigentlich ist jetzt nächste Woche die E3-Woche. In diesem Sommer findet das Open-World-Adventure Horizon Zero Dawn nach 3 Jahren seinen Weg auf den PC. Das habe ich auch nie gespielt. Haben wir allerdings Informationen zu einem möglichen Sequel erhalten. Okay, das wird seinen Weg auf den PC finden. Das ist nicht schlecht. Seit vergangenem Jahr. Auf der E3 2019 teaserte Janina Gavanka, die Stimme hinter dem Charakter Tatai, mit den Worten: "Warte, bis du die Fortsetzung siehst, einen zweiten Teil an." Im Oktober taucht... Also ich pausiere hier nochmal. Ich habe in den ersten Teil vor nicht allzu langer Zeit erst reingespielt gehabt. So, lass mich nicht lügen. 3-4 Stunden oder sowas habe ich da reingesetzt. Und das war halt das Anfangsgebiet und so. Aber die Abwechslung da drinne fand ich schon nicht schlecht. Ist halt wieder ein Open-World-Game, klar. Aber auch mit dem Crafting-System und so, dass du dir halt deine Waffen verbessern kannst, dies, das, jenes, ist nicht schlecht. Auch die Nebenquests fand ich jetzt, waren nicht zu blöde oder zu nervig oder sowas.
Also man muss schon Bock drauf haben, ne? Ich hätte Ja, vermutlich. trotz allem bist du nicht dran geblieben, ne? Also. Ja, nee, tatsächlich nicht. Aber ich lasse momentan meine PS4 sowieso sehr viel liegen. Ja. Und Open World Games ist so, die packen mich so sehr. Ich habe lieber Das eine. Problem ist halt auch, die Open Worlds sind zu open, finde ich. Ja, ich habe lieber einen Zu roten viel. Faden so ein bisschen. Ja, und da verlierst du dich dann irgendwann und dann machst du irgendwann wieder gar nichts Richtig. deswegen. Und keine Ahnung, das ist einfach, irgendwann ist Open World halt zu viel Open World. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Gut, Macht weiter. man erst Guerilla-Stellenausschreibungen für einen Senior Vielleicht Veteran, ist es auch sucht wieder man so sie eine zu Sache. einem Ich meine, Principal diese Veteran in Roboter-Saurier und Warlock so weiter und so und fort, ist ja vor ganz bekannt schön. wurde, dass die Ich Entwickler hätte sowas mehrere gerne mit echten Sauriern Veteran-Aufnahmen in gehabt. Schweden Und unterwegs ich meine waren. kein Im Ark. April 2020 veröffentlichte Ja, BBC der schließlich einen Optik, wie das Bericht, hier dass aussieht, Horizon das Zero finde ich Dawn schon als schön. Trilogie konzipiert und der nächste Ableger für die PS5 geplant sei. Auch von noch mehr spielerischen Freiheiten und sogar einem Koop-Modus ist die Rede. Fakt Koop-Modus. oder Fiktion? Vielleicht ist das auch Mehr so eine gibt es Sache. hoffentlich bald heraus. Dass du nur alleine spielst, vielleicht wäre das zu zweit direkt besser gewesen. Na, ich behalte mal den zweiten Teil im Auge. Ja. Ach ja, GTA 6. Wohl kaum ein Name bringt so die Gerüchteküche zum Brodeln wie das neueste Spiel von Rockstar. Da wird auch schon mal Tut die mir leid, nach GTA Steuererklärung der 2 bin ich eigentlich Entwickler als ausgestiegen. Indiz herangezogen. In GTA GTA 2 war 6 auch echt wird die cool. Förderung für ein Ja, und Projekt, GTA das 1 als auch. Culturally British registriert ist, wie bei Aber der Entwicklung der diese. bisherigen GTA-Spiele. Ich Davon meine, ich besitze abgesehen gibt es GTA weitere 5. kleine So ist jetzt Bruchbuden. nicht. Ex 3, Tacoma-Redakteur 4, Jason Vice City und so Schreier weiter und berichtete, so fort habe ich auch alles für den GTA 6 Rechner. sei in der Aber ich frühen habe nie ein Entwicklungsphase. GTA Geplant sei dabei ernsthaft ein gespielt. vergleichsweise kleines Bin durch die Spiel, Gegend das gefahren, schwierig erweitert wurde. hab Leute platt Auf gefahren, Leonor, bekannt weggeschossen, als Synchronsprecher des GTA 5 irgendwelchen Unsinn Pilot gemacht, bin Trevor, von entwickelte Gebäuden sich zu Bord. gesprungen oder Die Spiele whatever. von Rockstar brauchen 7 bis 8 Ja, Jahre. willkommen bei GTA, ne? Sagte er im Rahmen Ja, eines für mich war Panels und das wurde eher so damit einem ein Release um das Jahr Sandkasten zum 2023 Scheiße gedankt. bauen. Wir haben Ja. da noch unsere Zweifel. Ich meine, Zumindest ich habe die inhaltlich Story immer wollen, aber im gespielt, Bereich des Möglichen. aber hauptsächlich dreht sich es eigentlich um Scheiße bauen. Ja. What was his name again? Cloud. Cloud Strife. Kein Was soll jetzt Gerücht, da aber wieder? Fakt. Es Episode wird 2 dieses definitiv einen Jahr? zweiten Teil des Final Fantasy VII Games geben. Ankündigung. Schließlich Ja, ist die also, Geschichte das könnte sein, dass ja, es okay. ankündigen, Ja, aber okay. erschienenen ersten Gut. Kapitel noch lange nicht Aber ich sage auserzählt. jetzt mal. Wann die Fortsetzung erscheint, dazu äußerte sich Director Tetsuya Nomura Genau, wann zuletzt auch im immer Buch die Final Fortsetzung Fantasy erscheinen wird. Remake Ultimania. Ja, 3 Jahre. Er erhoffe, den nächsten Schätze Part ich. so schnell wie möglich veröffentlichen zu können. Einen konkreten Termin nannte er allerdings nicht. Wenn es nicht Sony 3 Jahre sagte sind, dann zwar, ist es frech, Horizon weil dann sei hätten sie ihr es genauso Sehnsuchtsort gut als ein Nummer großes Spiel 19. veröffentlichen können. Zudem ist auch klar, dass die Entwicklung diesmal deutlich schneller vonstatten gehen sollte. Schließlich sind die Gameplay- und Designgrundlagen schon gelegt. Das bestätigte auch der offizielle Twitter-Account des Spiels. Dort heißt es, dank der Arbeit, die am ersten Teil bereits getan ist, Ich muss gehen wir davon sagen, aus, dass die Entwicklung was in einem Charakterdesign angeht, realistischen Stil Tifa ist der verfolgt. hübscheste Charakter, den ich jemals in dem Videospiel gesehen habe, in dem Teil. Auf jeden Fall, also Sony ich finde lobte auch sich. von Final Fantasy überhaupt ist für mich bisher Cloud der interessanteste Protagonist. Ja, das du kennst die Story ja gar nicht, ne? Nee, nicht die komplette, also bis halt das Remake endet. Ja, ist auch potenziell der interessanteste Charakter in Final Fantasy ever. Also vor allem der geht ja so richtig eine emotionale Verwandlung durch, muss man dazu sagen. Also anfangs ziemlich mürrisch und eiskalt und so weiter und so fort. Und irgendwann, ja, ich will nicht zu weit gehen, aber empfindet er zumindest Empathie für seine Mitstreiter und so weiter und so fort, ne? Und hält sich ein bisschen zurück, was sein Arschloch-Dasein und so weiter und so fort anbelangt. Das finde ich ist cool. Das haben die auch in dem Remake gut rübergebracht. Also, wenn das im Vorfeld auch der Fall gewesen ist, das kann ich jetzt nicht aus eigener Hand behaupten. Es geht schon in die Richtung, also Cloud hat ja im Original, sage ich jetzt mal, er hatte einen Charakter, er hatte auch eine Persönlichkeit, allerdings hatte die nicht sehr oft raushängen lassen, Ja. ursprünglich. Und das war mehr so eine emotionale Geschichte, wenn man sich hineinversetzt hat, was in ihm vorgeht, was er aber nie ausspricht, quasi. Ja, aber hier dieses von wegen eine Ankündigung erwarten. Bin mir nicht sicher, ob man eine Ankündigung dazu auf der E3 erwarten könnte. Aufgrund dessen, die haben den Grundstein jetzt mit dem ersten Part gelegt. Was muss da Ja. jetzt für eine Ankündigung kommen?
Na, dass also sie halt am nächsten arbeiten, keine Ahnung. Also ich kann es ja, mir das, auch nicht das vorstellen, dass ja nicht sie was sagen werden. Nee, eben, das braucht ja nicht angekündigt werden, dass sie am nächsten Part arbeiten. Das ist ja völlig unsinnig. Es wäre nur insofern sinnvoll, irgendwas anzukündigen, wenn sie beispielsweise darauf eingehen könnten, so von wegen, so und so lange wird es noch etwa dauern. Also es ist mit einem Release des zweiten Parts dann und dann zu rechnen. Aber sonst, ich weiß nicht, eine direkte Ankündigung oder sowas. Die können ein paar Game-Szenen zeigen. Von wegen, oder so, Character-Showcase, weil es sind ja noch nicht alle. Genau, so wird es weitergehen, so um den Dreh. Aber Ankündigung? Da bin ich nicht so dabei. Also, weil das ist kein Spiel, was ein Potenzial für eine Ankündigung hat. Es ist da und es folgen weitere Parts. Was musste angekündigt werden? Also ist jetzt meine Meinung. Sehe ich eigentlich auch so, ja. Dann machen wir weiter. Wenn wir schon beim Thema Sony sind, dann müssen wir auch über... Das wäre auch geil. Marvel Spider-Man 2, ich habe den ersten leider noch nicht gespielt. Diesen Sommer angekündigt werden. Obwohl der hier rumliegt. Der hat ja auch sehr gemischte Reviews bekommen. Ich weiß auch nicht, warum ich da noch nicht reingespielt habe. Vielleicht, weil es nicht meins ist. Das ist das von meinem Mitbewohner. Und hab schon immer drüber nachgedacht, mir das Spiel zu holen, weil für mich Spider-Man auch der einzige und beste Marvel, also der einzig interessante und beste Marvel-Charakter ist, wie ich finde. Was ich gerne wieder hätte, wäre ein neues Spiel von DC, Batman. Die Arkham-Reihe fortsetzen. Wird allerdings nicht passieren. Nö, ich hoffe, um ehrlich zu sein, dass das nicht passiert. Warum sollten sie die Arkham-Reihe fortsetzen? Die sollten vielleicht einfach einen Batman neu erfinden, also das gleiche Universum nehmen. Oh, Harry Potter RPG. Da hätte ich Bock drauf. Das finde ich interessant. Das wäre durchaus interessant, ja. Ein Statement seitens Rechteinhaber Warner gab es dazu nie. Das sieht aus wie Sims-Grafik. Hätte sich das auf der diesjährigen. Ich hoffe aber tatsächlich, dass das auf Konsole und so weiter und so fort dann auch kommt, ne? Also Konsole, PC, whatever. Und nicht einfach nur wieder als Mobile-Ding. Der sich angeblich bei Avalanche in Entwicklung befindet. Darüber hinaus war wohl auch noch die Ankündigung eines neuen Rocksteady-Spiels sowie einer neuen Batman-Versoftung angedacht. Okay. Neue Batman-Versoftung? Da wäre sie doch. Ich finde, die muss nicht mal zu diesen Arkham sowieso gehören. Kann eine neue Serie werden. Kann halt parallel, wie es ja immer in die Comic-Universum ist. Worms 2020. Tja, man weiß aber noch nichts darüber. 17 teaserte im März einen neuen Ableger an. In dem einminütigen Video sind unter anderem Spielszenen, alte Ableger oder auch die Ikonen. Auch vielleicht wird es einfach nur eine Collection. Begleitet von dem Spruch, das könnte auch sein, ja. Aber sie haben angekündigt, das wird wie kein Teil zuvor. 20 zurück, wie ihr es noch nie vorher gesehen habt. Fände ich interessant, mal gucken. Im VR wahrscheinlich. Als Kampfspiel. Genau, Beat'em Up. Oder Action-Adventure. Könnte alles sein, tatsächlich, wer weiß. Aber Bobs, durch dabei, finde ich gut. Seine Hausaufgaben EA Play einige neue Titel ankündigen. Die jährlichen Ableger von FIFA, Madden und... Yay. Warum freuen sich die Leute drauf? Das ist komplett irrelevant. Ja, das kann man erwarten, aber es ist völlig egal. Genau, ja, genauso wie Madden oder sowas. Es wäre traurig, wenn das nicht kommt, weil es jedes Jahr kommt. Ja, genau, es ist wäre erschütternd, wenn nicht. Also... Bei letzterem handelt es sich wohl um Skate 3 für Smartphone. Also bei dem kann ich das nachvollziehen, dass sich die Leute freuen, aufgrund dessen, dass, wie heißt es jetzt? Also aufgrund dessen, dass es viele Leute gibt, die endlich mal wieder auf ein vernünftiges Skateboard-Spiel warten und so weiter und so fort. Ich meine, ja, klar, Tony Hawk kommt jetzt auch nochmal als Remake und so. Ja, Handy muss nicht sein, klar. Aber das ist unsere westliche Ansicht. Ne? In Asien ist auf dem Handy spielen der Shit. Ja, also ja, das stimmt. Da machen die das natürlich total gerne. Aber kaufen die in Asien Skate Free von EA? Glaube ich irgendwie jetzt auch nicht. Weiß ich nicht. Also ich könnte es mir vorstellen, die Asiaten fahren auch auf westliche Spiele ab. So ist jetzt nicht. Ne? So wie wir auch mit auf asiatische Spiele abfahren.
Aber Skaten, ey, also ich glaube, wenn du da ein Skateboard auspackst, dann wirst du Seppuku machen müssen. Erstmal selbst den Kopf abpacken. Ich habe keine Ahnung, also meinst schön Harakiri. Ja. Nee, ich weiß es nicht. Aber ich finde es schön, dass da mal wieder was für die Skater-Leute kommt. Genauso wie das mit dem Tony Hawk's Remake ist, was jetzt am 4. September kommt. Ja, ich gönne jedem sein Spiel, auf dir steht, auf jeden richtig. Fall. Da bin ich auch völlig dabei. Also jeder soll auf jeden Fall das spielen, was er gerne mag. Ja. Möglichen Ingame-Auftritts auf ihn zugekommen. Aber ich finde es schön, dass die Nische auch mal wieder UFC 4 sein. Auch hier bedient gab ein verbaler Ausrutscher den letzten Hinweis. Kommentator John Enik verriet auf Twitter, er sei in New York, um Voice-Over-Aufnahmen... Was zu bumsen ist eigentlich UFC? Ist das Kickboxen oder was? Nee, das ist Ultimate Fighting Championship. Das ist... wie heißt jetzt? Ich weiß nicht, ob das in Richtung Martial Arts geht. Ist das richtig? Ist das eine richtige Sportdingens? Ja, das ist ein richtiger Sport. Okay. Das ist sowas wie MMA und so weiter und so fort. Ich sehe es auch gerade. Mixed Martial Arts, ja. Genau. Richtig. Und das ist mit Stand, mit Bodenkämpfen, bis der andere K.O. ist. Nett. Ja, also Vollkörperkontakt, ne? HD-Titel benannte Spiel zu sein. Laut VentureBeat-Autor und nicht wie bei Boxen einfach nur Faustkontakt. Eine Neuauflage der Mass Effect-Trilogie. Die soll noch bis einschließlich März 2021 für PC und Konsolen erscheinen. Der Switch-Port wird dann etwas später nachgereicht. Mass Effect auf der Switch. Okay. Warum nicht? Witcher gibt's auch. Sollen doch ja, auch Leute gut funktioniert das? Auch die Jedi Fallen Order 2? Teils von Star Wars Jedi Fallen Order ist im Sommer durchaus denkbar. Dafür sprechen. Da ist dieser Teil, der ist echt gut. Also, der ist auch so verdammt gut angekommen. Für EA gleich wieder greedy, ey. Oh, da müssen wir einen zweiten von machen, ey. Den haben sie ja besser angenommen als gedacht. Das stimmt, ja. Und dann wird es jährlich wieder neue Fortsetzungen geben, bis es nicht mehr funktioniert. Ich hoffe jedenfalls, dass sie den zweiten Teil davon dann auch nicht versauen. Ich meine, die haben ja auch diese Force Unleashed gebracht, zwei Teile, waren auch gut. Ja, waren in Ordnung. Von sagen. Also grafisch und aufwendigkeit fand ich war auch gut gewesen. Ich habe sie nie durchgespielt, aber hier Jedi Fallen Order, finde ich, macht definitiv seinen Job. Und warum da nicht fortsetzen? Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, aber ja, trotzdem dachte ich mir gerade so einfach nur, haben wir ein bisschen Erfolg gehabt mit der mit dem Star Wars Franchise, da müssen wir ganz schnell wieder anknüpfen. Ne? Vor allem aufpassen, dass sie es nicht verkacken, weil Disney wollte denen ja schon die Lizenz entziehen nach Battlefront 2. Ja, völlig zu Recht, ich hätte es gehofft zu dem Zeitpunkt. Hätten sie lieber an eine gute, oder was heißt gute, an eine bessere Spielfirma bringen sollen, wie Capcom oder so. Die hätten da bestimmt was Tolles draus gemacht. Oder an FromSoft. Könnte sein. Aber wie dem auch sei. Da wäre zum einen das ziemlich offene Ende von Cal Kestis erstem Abenteuer, das geradezu nach einer Fortsetzung schreit. Auf der anderen Seite wäre da der enorme Erfolg, den EA und Respawn Entertainment mit dem Titel eingefahren haben. Durchschnittswertung im 80er-Bereich, über 8 Millionen verkaufte Exemplare. Das liegt weit über den Erwartungen. Greedy. Zitat von EA-Chef Andrew Wilson, eine seltene Leistung für den ersten Titel einer völlig neuen Marke. Das ist eine seltene Leistung für EA. Auf jeden Fall, vor allem für einen neuen, Titel einer neuen Marke. Oder einen ersten Titel einer neuen Marke, hat er gerade gesagt. Ja, erster Titel einer neuen Marke, aber in einem völlig überbeliebten Franchise. Ist doch klar, dass da so viele Leute dann zuschlagen. Hätten sie dann anders genannt hier, was weiß ich, keine Ahnung, Ginger in Paradise. Ja, dann einfach nur, weil er jetzt rothaarig war und das irgendwelche Fantasiefiguren sind. Ja, dann wäre das wahrscheinlich nicht so erfolgreich gewesen, hätte aber dasselbe Spiel sein können. Und liegen immer noch hinter den Verkaufszahlen von sowas wie Stardew Valley. Ja. Aber die sind halt zufrieden mit dem Absatz, ne? Mhm.
Publisher Ubisoft ließ in seinem Far Cry 6, ja, wäre auch gut geworden. Die bringen ja auch fast jedes Jahr ein neues. Neue große Spiele zu veröffentlichen. Ja, und leider. Watch Dogs Legion, Gods and Monsters. Vielleicht wird es denen auch gut tun, wenn sie mal nicht jedes Jahr eins rausbringen. Ja, ist so ähnlich hier wie mit Assassin's Creed oder viele Spieler haben anderen Sachen. Noch immer nicht die Hoffnung auf ein neues Splinter Cell aufgegeben. Der Wunsch nach einem Sam Fisher Comeback wird aber wohl verwehrt bleiben. Wie Jason Schreier. Ach, Splinter Cell, das wär's. Stattdessen mit dem sechsten Hauptteil der Far Cry-Reihe rechnen. Ich hätte ehrlich zu sein echt ganz gerne, wo wir bei Splinter Cell sind, ein Remake des ersten Metal Gear Solid. Das komplett in jetziger Optik, also wie beispielsweise in Final Fantasy VII oder so, der Optik geremaked. Das ich kann mir vorstellen, dass es rechtlich wahrscheinlich gar nicht mal geht, wegen Hideo Kojima und so, ne? Nee. Hideo Kojima hat da keine Rechte dran, sonst könnte Hideo Kojima weitere Metal Gear Spiele machen. Die ja, eben, aber ich glaube auch nicht, dass ich glaube nicht, dass es ganz so einfach ist, weil du hast ja als Urheber ja, auch wenn du deine Lizenz verkaufst, immer noch das Urheberrecht als geistiger Erfinder das der ist Serie. Richtig, aber Hideo Kojima hat für Konami gearbeitet. Und ich wette, das war sogar noch zu einem Zeitpunkt gewesen, wo es darum geht, du arbeitest für unsere Firma, also ist dein geistiges Eigentum unseres. Sonst dürfte Kojima ja eine Abwandlung von Silent Hill einfach selber produzieren. Das meinetwegen nicht Silent Hills, sondern Hill of Silence nennen, als Beispiel, ne? Wo die dann nicht klagen können, dass es zu nahe kommt an die Sache. Und das genau das Gleiche sein könnte. Das, ich glaube, wir stecken da auch beide nicht so drin, dass wir das beurteilen können. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ziemlich problematisch ist. Ne? Aber in der Regel kenne ich das. Also war mal liiert mit einer Studierenden und da gibt es halt diese Verzichtserklärung in der Regel, wenn du für eine Videospielfirma arbeitest, dass das, was du kreierst, also dass du dein geistiges Eigentum an die Firma überträgst. Aber ich glaube, das war gerade früher nicht so, weil zum Beispiel, wenn du Civilization anguckst, da steht immer noch Sid Meier da und natürlich, der ist nicht mehr wirklich involviert in die Spiele und hauptsächlich machen sie das, um seinen Namen zu sellen. Ja. Aber ich glaube, Sid Meier hat immer noch Grundrechte an dem Ganzen, allein schon, weil sie seinen Namen benutzen. Das kann gut sein. Also das wird mit Sicherheit weiter verkauft werden mit dem Namen und der wird seinen Teil davon abkriegen vom Kuchen. Der Wars-Darsteller Michael Mando die Möglichkeit in den Raum stellte, die Rolle vielleicht schon sehr bald wieder auf. Andererseits Civilization oder Sid Meier's Civilization, stammt halt aus seiner Feder in dem Sinne und es verkauft sich einfach besser, wenn sie den Namen so beibehalten. Ja, das glaube ich auch, aber ich glaube auch, das ist tatsächlich auch noch, heutzutage wollen sie ja nicht mehr den Hype um Entwickler, um einzelne Personen haben, weil sie halt dadurch Probleme kriegen, ne? Aber früher war das ja gang und gäbe, da war es dann Sid Meier's Civilization und der Erfinder von Siedler und hast nicht gesehen, die dann irgendwie welche weiteren Spiele gemacht haben und das wurde dann so vermarktet. Das hat halt immer wieder zu Problemen geführt. Aber jetzt Sid Meier's Civilization in dem Sinne, dass die den Namen beibehalten, das kann sein, weil das komplette Ding, Sid Meier's Civilization, die Marke ist. Mit dem Namen da drin. Und okay, aber dann hast du wahrscheinlich Rechte wieder bei der Firma sind. Aber Sid Meier hat immer noch Recht an seinen eigenen Namen. Ja klar, aber jeder kann Sid Meier heißen, im Endeffekt. Na, das stimmt. Also meinst du, die sollen jemand anders einstellen, der Sid Meier heißt? das ginge natürlich auch nie, aber vom Prinzip her. Na, also, ja. Prinzipiell, die kommen ja auch noch mit ihren Sid Meier aus, im Gegensatz zu Hideo Kojima, ne? Ja. Auch in diesem Jahr erwartet uns wieder ein neuer schön. Der Call of Duty. Bestätigte Publisher Activision in einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung. Vollkommen selbstverständlich ist dieser Umstand allerdings nicht. Schließlich sah sich die Entwicklung des Shooters bisher mit einigen Problemen konfrontiert. Dem ursprünglichen Team aus Sledgehammer Games und Raven Software wurde das Projekt abgenommen. Stattdessen arbeiten die Treyarch Studios nun in leitender Rolle. Die Kalifornier sind endlich wieder ein neues Call of Duty. Entsprechend ist es kein Wunder, dass dieses Jahr über schon lange darauf gewartet ist, dieses Jahr noch keins rausgekommen. Vergleichbar mit dem von Modern Warfare. Ja, braucht man auf jeden Fall. Da dritten ist sogar noch die Namen von Battlefield. Mehr auf den Kalten Krieg und den Vietnam-Konflikt konzentrieren.
Okay, und was hat dieses komische Bohrgerät, was wir da gerade gesehen haben, bei im Vietnam-Konflikt verloren? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch keine bestimmten Bilder zu und deswegen wurden jetzt gerade Bilder verwendet. Ach stimmt, das kann sein, ja. Genau. Wahrscheinlich Bilder sogar. Bilder von anderen Call of Duties verwendet, um Call of Duty überhaupt als Serie nahezubringen, weil Vietnam... Würde mich aber trotzdem nicht wundern. ...mit Waffen arbeiten, ne? Ja, aber das machen sie ja auch nicht konsequent, ne? Nö, aber das wäre dann vielleicht sogar mal wieder einen Part der Reihe, der mich interessieren könnte, weil ich mag eher die historischen Shooter in dem Sinne, im Gegensatz zu den modernen oder zukünftigen. Ja. Irgendwas mit Crash, ja. Okay. Angekündigte Spiele in der Pipeline. Bei denen soll es sich gerüchteweise um ein neues Crash Bandicoot sowie ein neues Tony Hawk Pro Skater handeln. Das hat sich ja schon bestätigt. Das mit dem neuen Tony Hawk Pro Skater, ach, das stimmt. Weiß ich nicht, ob sich das bestätigt hat. Es hat sich bestätigt, dass das Remake kommt. Das Video hier ist 3 Wochen alt, oder? Da war das Remake noch nicht bestätigt. Ja, stimmt auch wieder. Stimmt. Ja. Also vermutlich war es das und man dachte, es wäre Neues. Ne? Dann geht's wahrscheinlich um das Remake, genau. Aber Crash Bandicoot, ja, habe ich bisher auch noch nichts von gehört. Aber es wäre echt mal an der Zeit, dass ein neues Crash Bandicoot einfach mal kommt. Ja, von der dem Beutelfuchs oder Beutelratte oder was das ist. Da haben wir auch schon. Bandicoot halt. Ja, ja. Beuteldachs, ja. So war das. Und von diesem Beuteldachs hat man auch schon lange nichts mehr gehört, außer der Remakes jetzt halt, ne? Aber ich glaube, der letzte herausgekommene Teil, das war, glaube ich, sogar Crash Bandicoot 5, kam für GameCube-Ära etwa? PlayStation 2 GameCube. So, das war's. Capcom ist im Remake-Fieber. Nach Resident Evil 2 spendierten die Japaner dieses Jahr auch noch Resi 3 eine Neuauflage. Doch damit soll nicht Schluss sein. Nur 2 Wochen nach dem Release des Survival-Horror-Adventures im April wurden erste Gerüchte laut, als nächstes bekäme Resident Evil 4 eine Verjüngungskur verpasst. Diesmal allerdings nicht von Capcom selbst, sondern vom japanischen Studio M2. Das bereitet sich angeblich schon seit 2018 auf das Remake vor und soll während der Entwicklung mit externen Ressourcen unterstützt werden. Also mit 4 wurden mir die Sachen zu actionreich, um ehrlich zu sein. Von Resident Evil 8, der vierte war What Are You Buying und so, gell? Biohazard Cast trägt das mit dem Dörfern Merchant. Im März 2021 erscheinen und Halluzinationen als neues Gameplay-Element einführen. Okay. Das deckt sich mit den Infos des Capcom Insiders Dust Golem. Der schrieb auf Twitter, die Existenz von Resi 8 sei ihm bisher 7-mal konkret bestätigt worden. Zudem solle der 8. der bisher düsterste und verstörendste Teil der Reihe werden. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, sehr gespannt drauf, aufgrund dessen, dass mir Resident Evil 7 auch endlich wieder gefallen hat. Ne? Ich finde, mit 4 hat die Reihe ordentlich abgeschwacht, also 4, 5, 6. Mhm. Ist die Reihe echt schwach geworden. Die ersten 3 fand ich vom Horror-Aspekt, Horror-Survival-Aspekt ganz gut. Ab 4 wurde es sehr actionreich. Ja, gab's natürlich noch so Teile. Hast du mal das Beta-Gameplay vom 4. gesehen? Weil da gab's ja so eine Early-Version, wo sie halt quasi noch am Testen waren und noch nicht sehr sein waren, wie das Spiel spielen soll. Ist mir jetzt gerade nicht bekannt, nee. Das hat dann in der Villa gespielt mit so einem Hakenmann oder sowas. Okay. Und das sah wie ein 1000-mal besseres Spiel aus, ohne Witz. Aber sie haben sich dann anders entschieden. Ja, ist dann actionreicher geworden. Also finde ich, ist auch keine gute Entscheidung gewesen. Hätten sie lieber wieder ein neues Franchise draus machen sollen. Ich meine, Devil May Cry ist als frisches, neues Franchise auch durch die Decke gegangen. Das stimmt, ja. Gut, weiter der Sache. Dass wir auf der Xbox Series X ein neues Forza Motorsport serviert bekommen, ist ein offenes Geheimnis. Die Entwickler von Turn 10 haben in den letzten Monaten schließlich teils recht freizügig über ihr neues Projekt gesprochen. Im Rahmen eines Livestreams im Dezember 2019 verriet Creative Director Chris Ezaki etwa, dass die Rennsimulation intern schon getestet werden konnte. Augenmerk lag dabei unter anderem auf dem überarbeiteten Reifendruckmodell, bei dem auch die Temperatur des Asphalts mit einberechnet wird. Darüber hinaus versprachen die Verantwortlichen, 2020 mehr Infos folgen zu lassen. Mhm. Vielleicht ja im Rahmen der Juni-Ausgabe von Xbox 20. An sich finde ich Rennspiele gar nicht mal schlecht, ich spiele sie nur so gut wie nie. Geht mir genauso. Zu aktuellen Gaming-Projekten gibt. Ich weiß noch, das letzte, was ich gespielt habe, war damals noch auf Windows 95. Oh, was ist das?
In dem Kontext könnten uns Fable 4, cool. Oh, das wäre. Ich habe 1, 2 und 3 noch nie gespielt, aber ich finde, das ist ein unheimlich schönes Universum. Also auch so mit der Optik. Finde ich toll. Die Kollegen von Eurogamer haben. Es ist auch immer ein tolles Konzept, das leider nur an der Ausführung dann immer so halb gescheitert ist. Aber es waren immer noch gute Spiele. Mit Sicherheit. Deren Vision ist angeblich ein Action-Open-World-RPG mit starkem Story- und Charakterfokus, dessen Ankündigung wir eigentlich schon letztes Jahr erwartet hätten. Vielleicht haben wir dieses Jahr ja mehr Glück. Welche neuen Spielankündigungen hattet ihr diesen Sommer für realistisch? Welche Age of Empires. Uns wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns wie immer über... So... Ist ja eigentlich auch safe, dass es angekündigt wird, also beziehungsweise weiter, dass man weitere Sachen sieht, ne? Also ja, welche Ankündigungen wären jetzt noch interessant? Ja, Resident Evil, da wäre ich auf jeden Fall auch mit dabei, dass der achte Titel mit am interessantesten wäre. 4 interessiert mich, wie gesagt, nicht so. Ansonsten. Ja, ist zu früh, aber ein Devil May Cry 6 wäre natürlich noch interessant für mich. Und vielleicht auch Sachen, die gar nicht wirklich mehr für die aktuelle Konsolengeneration relevant sind. Sondern zu Anfang, also vielleicht zum, ja, wie heißt es jetzt, als Line-up der neuen Konsolengeneration bestehen kann. Wegen das und das sind die Spiele. Und damit meine ich jetzt nicht so von wegen, ja, wir haben das bei der letzten Konsolengeneration schon gemacht mit The Last of Us und haben das dann in HD portiert für die PS4, sondern oder aufskaliert und machen dasselbe jetzt mit Last of Us 2 dann für die PS5. Da wird es auch einfach wieder hochskaliert. Schön. Na, so. Geile Launch-Titel, sowas wie Uncharted. Ne? Ja, Diablo 3 war ein Launch-Titel mit für die PS4-Ära gewesen. Mir auch so gedacht habe, ja, schön. Das ist natürlich toll. Ihr bringt das erst für die PS3 noch raus und macht es dann zum Launch-Titel einer PS4. Nee, also ich rede nicht von auf dieser Konsolengeneration hat es schon gegeben und die werden jetzt in die neue Konsolengeneration portiert. Das wäre jetzt nicht. So, halt exklusiv, direkt schon dafür gemacht worden. Ganz genau. Nicht. Ja, also ja. Quasi das erste Footage in einer neuen Ära. So, ich glaube, das ist einfach mit der Zeit weniger wichtig geworden. Früher beim N64 und so, als es neu war, da hat man geile Launch-Titel gebraucht. Ne? Ja, heutzutage ist es so, man haut erstmal eine Konsole auf den Markt, irgendwelche Spiele, die es eh schon gibt, ne? Und dann kommen ein Jahr später oder so dann geile Titel dafür. Ja, oder so wie jetzt wieder zum Ende einer Konsolen-Ära, ne? Also einer Konsolengeneration. Ja. PS4, Xbox One, die sind beide am Ende und jetzt kommen die geilsten Titel raus, weil sie jetzt endlich die Architektur komplett verstanden haben, was sie daraus machen können. Sozusagen. Ich bin eh kein Core-Konsolero, von daher ist mir eigentlich wurscht. Aber das wirkt sich ja heute unmaßgeblich auf PC aus, weil PC alles aus, dafür gemacht wird, ja. Entschuldigung, unmaßgeblich, maßgeblich auf dem PC mit aus, weil die Spiele parallel laufen, beziehungsweise released werden und so weiter und so fort. Aber wie dem auch sei. War auf jeden Fall wieder ein schönes React an der Stelle. Hat mir sehr gefallen, das Ganze also so ein bisschen in Vorfreude zu schwelgen, was über die E3 hätte angekündigt werden können und wo man vielleicht darauf wartet, was diese nächste Woche oder so angekündigt wird. Nächsten Wochen, Entschuldigung. Ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten React hier auf unserem Kanal. Ciao.